Ein guter Journalist hat ein gutes Netzwerk. Wer ist die APA? Ist ein Unternehmen auf dem freien Markt, aber im Eigentum des ORF und der 15 Tageszeitungen. Wesentlich ist, dass wir unabhängig sind von Staat, Regierung und Partei. Und das ist also ganz wichtig. Die APA hält sich nach allen Richtungen sozusagen die Interessen und die Lobbys auf Distanz. Das heißt, das kann im Prinzip niemand Einfluss nehmen auf die Nachrichtengebung und auch auf Verbreitung aus der Presseagentur. Dann wollen wir natürlich zuverlässig und müssen zuverlässig sein. Das kommt dann bis bei der Redaktion nochmal einigermaßen schnell und natürlich ausgewogen. Also die Unabhängigkeit bedingt ja die Ausgewogenheit. Und dort kann man sich darauf verlassen. Also das ist das, was Sache ist. Und die sollten, diese Meldungen sollten in aller Regel wirklich inhaltlich, wenn Zahlen zum Beispiel drinnen sind oder ähnliches, auf die sollte man sich jeden Fall verlassen können. Es ist so, dass in der redaktionellen Tagesarbeit sogar die Schnelligkeit, die für die Agentur natürlich auch wichtig ist, zurückgestellt wird, wenn ein Angehöriger der APA das Gefühl hat, dann ist noch was bei der Meldung, da ist noch nicht alles gegessen. Und das natürlich 24 Stunden und 365 Tage im Jahr. Das heißt, es gibt keine Pause mehr der APA. Das heißt, sie werden also, ob das jetzt der 24. ist oder was auch immer, die Maschine der APA läuft sozusagen ununterbrochen.